Willkommen zu Kita Today, unserem fast täglichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Lille Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind beide von den Kita-Rechtlern. Und das Hessische Landesarbeitsgericht hat jüngst eine Entscheidung getroffen, die es sich lohnt, ein bisschen genauer betrachtet zu werden. Ich weiß gar nicht, ob der Satzbau gerade so schlau war. Ist aber auch egal. Es ging darum, dass das Hessische Landesarbeitsgericht etwas festgestellt hat, was so gar nicht mit unserer Kita-Welt zu tun hat, aber sehr wohl inhaltlich voll auf das übertragen oder übertragbar ist, was uns tagtäglich in der Kita-Welt so beschäftigt. Worum ging es, Frau Kollegin? Es ging um einen Lieferdienst. Der Name spielt jetzt mal keine Rolle, aber der Lieferdienst hat von seinen Arbeitnehmern, von den Angestellten verlangt, dass die bitte ihre eigenen privaten Fahrräder benutzen und auch ihr privates Smartphone benutzen mit dem entsprechenden Internettarif, denn man muss eine bestimmte App als Arbeitnehmer benutzen. Und heißt, man bezahlt also Datentarif für den Arbeitgeber und man bezahlt auch irgendwie sein eigenes Fahrrad für den Arbeitgeber. Und da haben sich zwei Leute gegen gewehrt, zwei Arbeitnehmer, und das Landesarbeitsgericht hat gesagt, stimmt, das kann so nicht sein. Wenn das Modell sozusagen darauf basiert, dass man mit Fahrrad fahren muss, dann muss der Arbeitgeber das auch entsprechend zur Verfügung stellen. Es ging, ihr werdet es schon geahnt haben, um Essenslieferdienste. Da ging es nicht um einen Tisch und da geht es auch nicht um Kühlschränke oder Waschmaschinen, sondern um die Fahrer, die wir zumindest in den Großstädten immer andauernd Tag und Nacht fast ihre Kreise ziehen sehen. Und das Landesarbeitsgericht hat eben gesagt, Regelungen, wonach du verpflichtet bist, lieber Arbeitnehmer, liebe Arbeitnehmerin, doch sogenannte Betriebsmittel mitzubringen, die lassen wir nicht durchgehen. Jedenfalls nicht so, wenn es entsprechend formuliert ist, dass man, entweder den Job verliert, wenn man Überraschung, ist geklaut worden, nicht mehr hat, oder dass man eben nicht aufmucken darf, wenn es entsprechende Belastungen gibt, wie ein erhöhtes Datenvolumen bei der Nutzung des Smartphones. Und warum war das so, Frau Kollegin? Das Landesarbeitsgericht hat gesagt, es handelt sich dabei ganz einfach um sogenannte AGB-Klauseln, also allgemeine Geschäftsbedingungen, wie die meisten Arbeitsverträge wohl sein dürften. Heißt, es ist ein Vertragswerk, was für eine Vielzahl von theoretischen Verträgen vorhanden ist. Und da wird nicht dran rumgebastelt, es wird nicht dran rumdiskutiert. Und deswegen sind es allgemeine Vertragsbedingungen, die einfach jedem Vertrag zugrunde liegen. Und die dürfen nach dem deutschen bürgerlichen Gesetzbuch den Verbraucher, sprich in diesem Fall den Arbeitnehmer, nicht unangemessen benachteiligen. Das bringe ich nochmal ganz kurz zu mir. Also nichts Neues, aber trotzdem nochmal schön, dass man es gelesen hat. All das, was ihr außerhalb von wie viel verdiene ich meinetwegen und wie viele Urlaubstage bekomme ich, all das, was dann noch so an den nächsten 15, 16, 17, 18 Klauseln so in euren Arbeitsverträgen auftaucht, das wird so behandelt wie die allgemeinen Geschäftsbedingungen, das berühmte Kleingedruckte in eurem, da sind wir wieder, Handyvertrag oder beim Besuch eines Fitnessstudios, da muss man auch sowas unterschreiben, nämlich wie als wenn es allgemeine vorformulierte Vertragsbedingungen sind es ja meistens auch, und da gibt es gewisse Regeln, wer so etwas benutzt, darf dann den Gegenüber, sprich den Verbraucher, nicht unangemessen benachteiligen. Und hier hat das Landesarbeitsgericht gesagt, ist aber der Fall, wenn wir es über diesen Arbeitsvertrag zur Verpflichtung machen, dass du überhaupt weiter bei uns arbeiten darfst. Insofern hat das Landesarbeitsgericht an der Stelle eben gesagt, solche Klauseln, die darauf abzielen, okay, die zumindest es mit in Kauf nehmen, dass dadurch die Gegenüber entsprechend benachteiligt werden, und zwar unangemessen, die werden ersatzlos gestrichen. Bedeutet, ein Arbeitgeber hat solche Gegenstände, solche Betriebsmittel dann zur Verfügung zu stellen. Warum das Ganze so interessant ist für die Kita-Welt? Na, ihr werdet es schon geahnt haben. Es kommt ja durchaus vor, dass erwartet wird, dass das private Handy eingesetzt wird. Muss man nicht gegen sich gelten lassen? Besonders, klar, man kann es machen, weil irgendwie das eigene Handy schicker ist, weiß ich nicht, ja. Man kann es, aber man muss es nicht gegen sich gelten lassen. Und wenn man sagt, nö, will ich nicht, brauche ich nicht, habe ich nicht, will ich nicht bezahlen, dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, entsprechende Betriebsmittel wie ein solches Smartphone oder überhaupt ein Telefon, ein Mobiltelefon auch zur Verfügung zu stellen, weil ohne das wird es ein bisschen kompliziert mit Absetzen eines Notrufes oder mit der Erreichbarkeit für Eltern. Ebenso Fahrrad oder Auto für irgendwelche Ausflüge, das kann man als Träger nett erfragen, ob netterweise jemand das einbringen will, für sich selber an dem Tag nutzen will, mitbringen will. Aber wenn Leute sagen, mein Fahrrad hängt hinter mir an der Wand, super, bester Rahmen von Welt,
ist 10.000 Euro wert. Das werde ich nicht auf dem nächsten Kita-Einsatz oder auf dem nächsten Kita-Ausflug einsetzen. Dann, sorry, wird der Träger entweder sagen müssen, dann findet der Ausflug ohne dich statt oder hier hast du ein schönes Fahrrad von uns, was wir dir zur Verfügung stellen. Ihr merkt gerade, ist unter dem Stichwort Betriebsmittel sehr schön auf die Kita-Welt zu übertragen. Und in dem Sinne, Kita-Welt, haltet durch, bleibt gesund. Bis dahin, ciao. Tschüss.